Herr Kühn, schildern Sie uns bitte kurz Ihr Leben und Ihren Werdegang. Mein Name ist Günter Kühn. Ich bin 1935 in Ostpreußen geboren, 1945 umgesiedelt worden, bin im Erzgebirge zur Oberschule gegangen und anschließend 5 Jahre zum landwirtschaftlichen Studium an die Universität Leipzig. Nach Erreichen des Diploms 2 Jahre in der Praxis gearbeitet, in den damals neu gegründeten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und 1959 in die wissenschaftliche Tätigkeit eingestiegen, begonnen in Bad Lauchstädt bei Halle auf der Schwarzerde, dort 22 Jahre gearbeitet, seit 1980 in Dedelow gewesen, in der Forschungsstation, die zu Münchenberg gehört hat. Und dort habe ich dann meine Arbeit auch im Jahre 2000 beenden können. Ich habe 1959 in Bad Lauchstädt mit Versuchen in der Pflanzenproduktion begonnen. Es ging um die Fragen Reproduktion der Bodenfruchtbarkeit. Kann die damals aufgekommene neue Düngerart Gülle auch Reproduktion Bodenfruchtbarkeit durchführen, so wie der Steinmist es getan hat? Das hat mich mindestens 10 Jahre wissenschaftlich beschäftigt. Wir haben viele Versuche dazu angelegt, auch später in der Uckermark, in Dedelow sind Versuche weitergeführt worden. Und wir konnten nachweisen, dass organische Substanz, gleich welche Form es ist, zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit beiträgt und gute Ergebnisse liefern kann. Herr Kühn, wenn Sie zurückblicken, welche großen Erfolge und großen Enttäuschungen haben Sie in Ihrem langen Berufsleben erlebt? Ganz ehrlich gesagt, Enttäuschungen habe ich keine erlebt. Ich bin von Haus aus optimistisch eingestellt und versuche immer durch meine Tätigkeit in Verbindung mit den Landwirtschaftsbetrieben das, was erforscht wurde, umzusetzen, zu prüfen und zur Anwendung zu bringen. Das Wichtigste für einen Forscher sind die Bestätigungen in der breiten Praxis. Nichts ist so schlimm wie das Erforschen von Ergebnissen und es wird in der Praxis nicht zur Anwendung kommen und wird nicht bewiesen. Es gibt einen großen Satz eines berühmten englischen Wissenschaftlers, der sagt: Wissenschaft ohne Praxis ist unfruchtbar, aber Praxis ohne Wissenschaft ist blind. Dieses große Wort hat sich in meinem langen Berufsleben immer wieder bestätigt und damit es anders ist, habe ich die ganzen Jahre gearbeitet. Düngung ist die Grundlage der Pflanzenproduktion. Ohne den Ersatz entzogener Nährstoffe durch die Pflanzen, durch die Erträge, kann es keinen Erhalt der Bodenfruchtbarkeit geben. Und ohne Erhalt der Bodenfruchtbarkeit würden die Erträge stagnieren und schließlich zurückgehen.
Wir müssen das, was wir dem Boden entziehen, wieder zuführen. Dazu gibt es den Kreislauf Entzug, Untersuchung der Werte, Zufuhr durch die Düngung. Grundlage neben den anderen Bausteinen der Pflanzenproduktion ist die Düngung. Wie ist Ihre Meinung zur Entwicklung der angewandten Pflanzenernährung in Ostdeutschland seit der Wende? Es gibt umfangreiche Versuche, die nachweisen, welche Entzüge durch die Pflanzen auf den verschiedenen Standorten bei differenzierten Ertragsentwicklungen existieren. Diese Versuche gilt es bei Berücksichtigung der Düngungsmaßnahmen immer in den Mittelpunkt zu stellen. Wir können nicht weiter auf der Grundlage des vorhandenen Nährstoffgehaltes weniger zurückführen, als wir entziehen. Der Kreislauf muss ausgeglichen sein und deswegen ist die Aufgabe der Beratungsdienste, die Aufgabe der Wissenschaftler und die Aufgabe auch des Vereins, dass das klar wird und dass die Landwirte danach wirtschaften. Wie ich bereits erwähnte, wird teilweise in den Landwirtschaftsbetrieben mehr aus dem Boden entzogen als wieder zugeführt. Dass das über Jahre nicht gut verlaufen kann, dürfte auch den Landwirten klar sein. Hinweise werden jedes Jahr auch auf den Düngertagungen des Vereins gegeben. Und die Bilanz muss also in den Betrieben stimmen. Das heißt, ich darf nicht mehr entziehen, als ich wieder zurückführe. Und dazu gehören alle Düngungsmaßnahmen, sei es organischer oder mineralischer Art. Welche Auffassung haben Sie vom VfUD? VfUD ist ein wichtiger Mittler zwischen Betrieben Handelsgesellschaften, Chemiefirmen und der Wissenschaft. In den jährlichen Fachtagungen werden die neuesten Erkenntnisse den Landwirten vorgestellt. Sie können selber entscheiden und müssen ihre Düngungsmaßnahmen auf dieser Grundlage ausrichten. Da das über viele Jahre immer wieder praktisch bewiesen wird, zeigen auch die großen Teilnehmerzahlen an den Jahrestagungen, die ja meistens in Prenzlau in den letzten Jahren stattgefunden haben. Die Landwirte kommen und wollen das Neueste hören, um selbst auch abwägen zu können im Vergleich von mehreren Empfehlungen, was für Ihren Betrieb zweckmäßig und sinnvoll ist. In einigen Betrieben und auf einigen Schlägen ist dieser Abwärtstrend schon heute festzustellen. Aber durch neue Verfahren, durch neue Maßnahmen, durch bessere Sorten, durch eine bessere Agrotechnik ist vieles im Vergleich zu früher günstiger für die Entwicklung der Pflanzen gestaltet worden. Sparen bei den Grundnährstoffen
Und bei allen anderen Nährstoffen kann ich auf die Dauer nicht. Ich muss wissen, dass der Boden ein Reservoir für Pflanzennährstoffe ist. Ich muss aber auch wissen, dass ich über das Reservoir nur so lange verfügen kann, wie ich es auch jährlich wieder auffülle. Es wird keine Entwicklung dahingehend geben, dass wir den Boden vollständig ausräumen können. Das wäre das Ende des normalen Acker- und Pflanzenbaus. Welche Zukunft hat die angewandte Pflanzenernährung in Ostdeutschland überhaupt noch, da die Protagonisten langsam aussterben und immer mehr Versuchsflächen zugemacht werden? Die praktische Pflanzenernährung hat nach wie vor große Bedeutung für die Pflanzenproduktion. Die Pflanzenernährung ist die Grundlage für die Produktion von Stoffen, die wir als Futter oder für die menschliche Ernährung benötigen. Es wird und es gibt immer wieder junge, nachwachsende Wissenschaftler, die davon überzeugt sind, dass nur in einem ausgeglichenen Kreislauf eine gute, saubere Produktion erreicht werden kann. Und es wird auch in der Zukunft nach wie vor diese Bedeutung unterstützt durch die Arbeit der Vereine, durch die Arbeit der Beratung und auch in zunehmendem Maße durch neue Erkenntnisse, die die Leiter der Pflanzenproduktionsbetriebe gewonnen haben. Die Landwirtschaftsbetriebe sind die wichtigsten Mittler zwischen Erforschtem und Angewandtem. Nur durch die Nutzung neuer Erkenntnisse, gleich welches Gebiet der Pflanzenproduktion es ist, wird die weitere Entwicklung im eigenen Betrieb positiv beeinflusst. Ich kann nicht mit Scheuklappen die Produktion durchführen, wenn ich nicht weiß, welche neuen Erkenntnisse bei den einzelnen Fachgebieten entdeckt worden sind. Und das muss der Landwirt nach wie vor in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Das Abwägen und das Prüfen, wie es im eigenen Betrieb sein kann, ist nach wie vor die wichtigste Grundlage beim Handeln des Landwirts. Welche Empfehlungen geben Sie den Landwirten unserer Tage? Die Landwirte müssen neugierig bleiben. Sie müssen neue Ergebnisse hören, aufnehmen und anwenden. Sie müssen es mit bisher Bekanntem vergleichen. Und wenn das ein Landwirt durchführt, dann hat er auch Erfolg. Und das zeigen die guten und besseren Landwirtschaftsbetriebe auch in der Uckermark. Das Agrarministerium mit seinen nachgeordneten Bereichen muss auch in der Zukunft Landwirte fördern, indem Unterstützung gegeben wird für Exkursionen, für Veranstaltungen, für das Durchführen von Experimenten. Ein gutes Beispiel ist dazu auch
die Grüne Woche in Berlin. Hier können jährlich gute Betriebe ihre Ergebnisse den anderen vorstellen. Man kann in den Erfahrungsaustausch treten und damit wird ein großer Kreis für neuere Ergebnisse erschlossen. Das muss auch in der Zukunft so bleiben. Herr Kühn, welche Ratschläge geben Sie den noch vorhandenen Düngeberatern? Die noch vorhandenen Düngeberater müssen objektiv ihre Ergebnisse vorstellen. Landwirte gewinnen, die diese Ergebnisse überprüfen wollen und dann zu Verallgemeinerungen kommen. Grundlage für die Anwendung ist immer das erreichte Beispiel und das Darstellen neuer Erkenntnisse an den Objekten in der Pflanzenproduktion. Welche Ratschläge geben Sie dem VfUD, das heißt Schwerpunkte für unsere zukünftige Arbeit? Der VfUD muss der Mittler zwischen Industrie, Handel, Wissenschaft und den Landwirten bleiben. Der eingeschlagene Weg ist richtig. Er muss weiter verstärkt werden und dann werden sich auch die eingetretenen Erfolge weiter verbessern und noch festigen können. Enge Zusammenarbeit, das Wichtigste in diesem Vierergremium. Was sind Ihre Gedanken und Anregungen zur Bedeutung der Mineralstoffe im Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen? Die Mineralstoffe sind die Bausteine für die hier aufgeführten Gebiete. Ohne die Mineralstoffe lassen sich keine Vorgänge in der Produktion, in der Entwicklung verfolgen, beziehungsweise gibt es keine entsprechenden Fortschritte. Nach wie vor sind sie die Grundlage für die gesamte Entwicklung. Wenn ich mich auf meine Entwicklung in der Landwirtschaft beziehen will, dann war mein erster großer Lehrherr Professor Rosenkranz, Betriebswirtschaftler an der Universität Leipzig und Direktor vom Lehr- und Versuchsgut Gundorf, wo ich meine praktische Ausbildung bekommen habe und wo ich im Studium die Zusammenhänge in der Betriebswirtschaft, in der Arbeitslehre, auch mit der Pflanzenproduktion erhalten habe. Mein zweiter wichtiger Betreuer war mein Studentenausbilder, Dr. Hans Lindner, der in den Jahren 1952, 53, 54 die Grundlagen und die Liebe zur Landwirtschaft in mir geweckt und gefördert hat. Er war später auch mein erster Abteilungsleiter in der wissenschaftlichen Einrichtung der Akademie in Bad Lauchstädt. Und über die ganzen Jahre bis heute noch verbunden in alter Freundschaft. Als drittes möchte ich nennen Professor Peter Kundler, den Direktor des Forschungszentrums Bodenfruchtbarkeit Münchenberg,
der 20 Jahre mein unmittelbarer Vorgesetzter und Chef gewesen ist, der die Grundlagen der Bodenfruchtbarkeit mit den entsprechenden Verfahren in mir geweckt hat, mich geführt, angeleitet und auch entwickelt hat. Das wäre von der wissenschaftlichen Seite her zu nennen. Darüber hinaus habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit viele, viele landwirtschaftliche Fachkollegen betrachtet, gehabt, die mich gefördert und geprüft haben bei der Überleitung neuer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis. Diese enge Verbindung, die ist nach dem Studium von 1957 bis heute nicht verloren gegangen. Und auch heute gehe ich noch in landwirtschaftliche Betriebe, die von mir etwas wissen wollen, mit denen ich auch wieder schon Kontakte über mehr als 30 Jahre hier im Norden habe, mit denen ich zusammen viele Erfolge erreicht habe und die ich heute noch bewundere über ihre Leistung, die sie in den letzten Jahren immer wieder gebracht haben. Und nicht zuletzt habe ich eine große Dankbarkeit gegenüber meiner Frau, die mit mir damals zusammen studiert hat und bis heute treu an meiner Seite ist.